So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 20.30 Uhr. Die Wall Street ist noch voll im Gange. Hier beim DAX hat sich nachbörslich jetzt auch noch was getan. Er steigt auf die 10.100-Punkte-Marke. Doch zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Morgen Mittwoch beginnt um 8.45 Uhr mit Christian Kämmerer ein Live-Webinar. Anmeldung ist natürlich kostenlos und ich werde höchstwahrscheinlich nur am Vormittag dann dabei sein. Aber wird sicherlich spannend sein, den Markt mit Christian zu kommentieren und den zu verfolgen. Werden natürlich auch Setups vorgestellt, die natürlich dann im 5-Minuten-Chart bzw. 15 oder 1-Minuten-Chart erstellt werden. Also einfach, der Link ist auch auf dem JFD-Desktop und auf meinem auch zu sehen. So, das war eben kurz der Hinweis und dann starten wir auch gleich erstmal von hinten rein mit dem Hang Seng. Der ist im Plus, kann aber sich nicht so deutlich nach oben ausdehnen wie der Nikkei-Index. Mal sehen, was da jetzt sich dann morgen noch so tut. BMW-Aktie kommt hier nicht über den Rainbow hinweg im 4-Stunden-Chart. Und die Hypoport-Aktie hat hier deutlich das Gap geschlossen. Kann jetzt hier definitiv diesen Move komplett abarbeiten. Und erst ab dem Schlusskurs hier etwa über diesem Level könnte dann direkt ein neues Hoch bedeuten. Zum Gold. Gold hat hier das Kursziel erreicht. Ja. Dann gab es heute ein neues Setup, was auf Stundenbasis natürlich schwierig zu handeln war. Allerdings hier vom Setup her Szenario direkt aufgegangen. Es war hier 1265 bis 1262 genannt worden. Korrekturziel, das wurde erreicht. Jetzt kann hier Hier könnte es wirklich auch schon eben fertig sein und dann eine größere Gegenbewegung. Deswegen wäre noch investiertes Short eng absichern. Pfund gegen australische Dollar, wie schon heute Morgen und sowas, Gewinnmitnahmen tätigen. Das Setup ist jetzt hier gelaufen. Allerdings auch hier immer noch der Hinweis, nach dem Rücksetzer kann hier das Kursziel locker noch erreicht werden. Teilgewinne mitnehmen und dann den Stopp eventuell nochmal enger nachziehen. Australische oder kanadische Dollar, ja, gab es hier ein alternatives und ein präferiertes. Scheint hier das alternative Szenario, aber beides ging ja nach oben abzuarbeiten. Auch hier Teilgewinne mitnehmen oder einfach nur den Stopp deutlicher nachziehen. So, dann kommen wir noch zum DAX, bevor wir eben auf das Rohöl noch zu sprechen kommen. DAX ist hier erstmal auf Xetra-Basis an dem horizontalen Widerstand gescheitert, wie man sieht. Keine Schlusskurse darüber und hier eben auch auf Tagesbasis an dem Limit gescheitert. Hat nur eine Verbindung zu dem Gap hier aufgenommen. Passt soweit auch. Hier gab es leider eben keinen größeren Rücklauf. Da war noch ein Setup offen, als der Kurs des Währungspaar hier stand. Pfund gegen US-Dollar und ja. Ist aber auch dann, sage ich mal, wie gewünscht, dann nach oben gelaufen, nachdem die Marken geknackt wurden. So, und jetzt
kommen wir zum WTI. Ist jetzt halt ein bisschen schwierig, aber wie man sieht, exakt den Kursbereich angelaufen, allerdings ohne neues Hoch zu machen. Und von dem gab es dann wieder einen bullischen Abprall. Und hat aber eben noch kein neues Hoch hier hingelegt. Also auch das Short Limit griff noch nicht. Ich lasse das Limit noch auch für den morgigen Tag drinnen. Vielleicht wird es ja dann morgen live ausgeführt. Hier dieses Short Limit bei Brent wurde erreicht. Aber auch hier sieht man davor, zack, der Korrekturbereich und ein neues Hoch. Also wird spannend sein, was dann Brent und WTI morgen bzw. dann heute Abend noch auf das Parkett zaubert. Das war's und wie gesagt, alle sind herzlich eingeladen für morgen und deswegen entfällt er auch dann erstmal die Live-Trading-Session, sondern es findet ja dann ein zweistündiges Webinar statt. Danke und wünsche allen noch einen schönen Fußballabend. Bis morgen dann.